Yo, herzlich willkommen zu meinem kleinen Video von Batman Arkham City. Es ist ein kurzes Gameplay von einer Herausforderung, nämlich die Bathöhle. Die ist im DLC vorhanden, das was ich bei Steam jetzt günstig kaufen kann. Und ja, ich sag mal, starten wir einfach und bam. Ich spiele hier im Robin. Kann man sich auch mit dem DLC holen, falls das auch keiner weiß. Was das irgendwer noch nicht weiß. Ja, um was geht es bei diesem Modus? Ziel ist es, die Leute hier auszuschalten. Man sollte das möglichst leise versuchen. Also man kann auch versuchen rein zu rushen und einfach fertig zu machen. Aber sagen wir so, Robin, das ist eine Pussy, wenn der abgeschossen wird, verliert er gleich ziemlich viel Leben. Deswegen am besten leise machen. So, was machen wir als erstes? Machen wir das mit Flashen. Also nicht Flashen im Sinne von ausziehen und dann keiner nackt zeigen. Sondern das hier. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Der Fehler passiert mir immer wieder. Sichtkontakt zum Ziel. Was haben wir mit dem Fernsteig? Entschuldigung. Da ist der Arsch. Zielperson bisher nicht gefunden. Das will ich auch hoffen. Nein, nicht schon wieder. Zielperson weiter verschwunden. So. Ich hab das Level nur kurz mal gespielt. Gefailed. Und ja, die Story hatte ich schon mal durch, aber dann Game for Windows Live habe ich den Spielstand nicht mehr und muss jetzt noch mal machen. Jupp, so haut es rein. Ja, wenn sich jetzt irgendwer da hinten, wenn es irgendwer da in die Nähe kommt, blitz mal hinweg. Also blitz ihm die rüber auf jeden Fall weg. Ihr werdet wahrscheinlich schon bemerkt haben, dass ich meistens im Predator-Modus bin. Liegt daran, dass ich einfach wissen will, wo die Gegner sind, damit ich besser organisieren kann, besser agieren und keine Ahnung, sonst noch was. Es ist gerade 0.55 Uhr, deswegen bin ich noch ein bisschen müde. Und es ist Weihnachten, also wünsche ich Ihnen fröhliche Weihnachten. Hohoho. Bitte meldet, habt ihr Kontakt? Frohe Weihnachten. Ja. Was soll man machen? Es ist Weihnachten und ich sag Batman haut irgendwelche Verbrechen auf die Fresse. Das ist Frieden. So, wenn es jetzt irgend so ein Viva Batman so ein Sonic Battering Game würde. Es ist normal. Gegnerisches Gerät gefunden. Das wusste ich zum Beispiel nicht, dass man einfach reinrutschen kann. So, es geht darum. Ja, das ist mir ein Step. Ja, da. Den da hinten schalte ich mit dem Snap-Flashen aus. Der sich nach unten begibt, ist wahrscheinlich, glaube ich, er. Er wird von der Wand ausgeschaltet und den dritten. Was muss ich mit dem dritten machen? Genau, durch den Lüftungsschacht. Muss ich ihm eins auf sie rübergeben. Ja, komm her, Süßer. Bist gleich du, der
Da ist euch der Lüfte schon. Ist klar, aber komm einfach her. Brav. Genau so, nein, nicht so weit. Also Arschloch. Komm näher. Ja, ja, umdrehen, umdrehen. Und nein, nein, nicht da lang. Nicht da lang. Du bist ein Idiot, was ist das? Du bist am Arsch. Kontakt in Bewegung. Verwundeter, bei meiner Position. Ich komme mir vor wie ein Börser. Was ich mir gerade noch überlege, ob ich vielleicht auch noch von der Story ein Let's Play machen soll. Also weil ich ja eh sowieso nochmal neu durchspielen muss. Ich weiß nur, ob das ihr sehen wollt. Wenn, dann schreibt mir eine Nachricht oder lasst es in den Kommentaren. Ach ja, wegen dem Let's Play zu Saints Row 3. Ich habe schon einige Videos gemacht, die muss ich noch hochladen. Aber das wird auf jeden Fall noch kommen. Also, ein Let's Play werdet ihr auch von mir sehen. Über Saints Row. So, einen habe ich auch geschaltet. Das ist logisch, einfach mal Granate reinhauen, glaubst du, ich stelle mich da hin und warte auf die Granate oder was? Da hast du mich jetzt eingekesselt, aber. Ja, toll. So, den Typen muss ich snapflashen. Jetzt mal gucken, was er macht. Dass ich ja nichts. Da ist er. Bitte melden, habt ihr Kontakt? Ja, ist so scheiße. Dann wird er Snapflash-Objekt. Oder er wird der Typ, der was ist. Lüfterschrank gekillt wird, das machen wir dann mit. Nein. Oh Gott, das Belüftungsschacht ist schwieriger, dann machen wir das gleich mal. Geh ja nicht die Leiter auf. Geh nicht die Leiter auf. Brav. So. Ja, ich weiß, das ist eine zeitaufwendige Sache, aber man muss halt, man braucht schon ein bisschen länger, wenn man das machen muss, also machen will, da man nur die extra Tokens gibt. Ich könnte auch einfach durchrushen und alle umbringen, also sagen wir so, leise umbringen, aber wo bleibt da der Spaß? Und da ist dieser Arschloch wieder rausgegangen. Ich könnte dann einfach mal unten bleiben. Das haben wir doch. Weiterer Verwundeter bei meiner Position. Zielperson verschwunden. Das verstehe ich nicht ganz. Was ist da los, Alter? Lässt der ganze fahren oder so, weil sich das Cape ganze bewegt oder so viele Bohnen gegessen, Junge? Ja. Der Schiss. Springst du jetzt auch runter? Nein. Wieder immer stärker. So. Wenn ich es vielleicht noch rechtzeitig hinschaffe. Ah, verdammt. Mist. Aber ja, vielleicht.
Ja, genau in die Richtung. Kommt schon. Lagebericht, Kontakt. Nein, davon ist keiner. Haben dreht jetzt. Oh mein Gott, nein. Ich muss den zum anderen Schacht hinlocken. Das ist das Hässlichste, meiner Meinung nach, das mit dem Lüftungsschacht. Das kann man auch mehr verwenden. Aber ich weiß nicht für was. Aber man könnte das dienen und das war's. So. Bitte melden, habt ihr Kontakt? So, wenn ich mich nicht täusche. Eieieiei, das mit dem Lüftungsschacht ist erst am beschissensten zu machen, meiner Meinung nach. Mit dem Explodieren geht. Das mit dem Snap-Lashen ist das Leichteste. Und das mit dem Lüftungsschacht, das ist nur eine Zeitsache. Da muss man nur ganze. Da muss man Glück haben, dass sich einer da vorstellt und dann geht es schon. Hat jemand Sichtkontakt zum Ziel? Boah. Nein, müssen dann auch im Auge behalten. So, der bewegt sich da rein. Wenn sich der einer umdreht, kann ich da rein. Nein, komm schon, komm schon. Komm, 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 komm. Jo. Wie gesagt. Time Lock. Zielperson setzt Nebel ein, um zu fliehen. Ziel jetzt in Bewegung. Nein, nicht mehr in Bewegung. Ich bin schon weg, Junge. So, mit dem Kleinen mache ich mich da ein bisschen kleinen Spaß. Machen wir so ein Kugelschild. Willst du dich nicht nach oben bewegen oder so? Weil ich würde gerne was zeigen. Komm doch mal her, Junge. Komm her, Süßer. Genau das fehlt bei Robin. Irgendwas zum Anlocken. Explosion. Nicht ganz so was in die Luft jagen. Aber machen wir vielleicht jetzt. Zielperson bisher. Ja, so machen wir das. Kontakt, gegnerisches Gerät gefunden. Er sagte sich, oha, was Kontakt, da los? Gegnerisches Gerät gefunden. Der Typ ist echt so doof. Und geht wieder auf die gleiche Position. Eieiei, Junge. Bei dir war anscheinend alles falsch. Bei dir ist alles verdreht. Das meine ich verdreht. Kopf verdreht. Alles verdreht. Kontakt. Gegnerisches Gerät gefunden. Ja, das. Keine Ahnung. Das war.
Wie schon klar. Ja, jetzt reicht aber. Schau nochmal auf den Kopf. Das ist ein bisschen leid. Aber du hältst ganz schön viel aus. Ich meine, noch ein Battery. Und nochmal. Junge, du bist einfach zu dumm. So, kurz bevor du aufstehst, gleich nochmal einfach. Ja, ich weiß, tut weh, aber. Ja, du bist einfach bestraft, weil du dumm bist. Kontakt, gegnerisches Gerät gefunden. So, jetzt rennt er. Kontakt, gegnerisches Gerät gefunden. Dann aufhören wieder zu reden. Jetzt lauf, 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 komm schon. Ja, trau dich. Trau dich. Trau dich. Einfach mal auf die falsche Position gehen. Wieso nicht? Kann man ja machen. Jetzt das mal hochklettern. Kletter doch hoch. Du hast es fast geschafft. Die Treppe ist genau. Okay, ja, einfach auf. Gut gemacht, Junge. Genau, den Stock in den Arsch und das tut richtig weh. Das war die Betthöhle, dauerte 15 Minuten. Ich weiß, ein bisschen zu lange, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls ihr ein Let's Play sehen wollt, sagt mir einfach Bescheid. Kommentare oder einfach eine Nachricht schreiben. Saints Row 3 kommt auch noch. Und keine Ahnung, Postal 3 wird auch in nächster Zeit kommen. Also, vorher kommen ein paar Videos wieder. Naja, dann, ich sag mal, tschüss, bis zum nächsten Mal.